ist nur ein Gespräch zwischen Freunden, okay? Gut, also, kennst du diesen Ort hier? Löst das blanke Entsetzen in dir aus, was? Würdest jetzt am liebsten zur Sache gehen, hm? Und alles an seinen richtigen Ort verfrachten? Ein Arbeitsleben auf so einem Bürostuhl? Nee, lieber nicht, sagst du. Verdächtig, sehr verdächtig. Du hast den Test im ersten Anlauf bestanden. Wie, welchen Test? Jetzt tu nicht so. Den Fachkraft für Lagerlogistik bei DSV-Test natürlich. Ich meine, hey, ohne Übertreibung, stell dir mal vor, eine Welt ohne Duschgel, ohne Fußballtrikots, ohne Joghurt. Weil es niemanden gibt, der diese Dinge optimal lagert und versendet. Würdest du in dieser Welt leben wollen? Ich nicht. Auch wenn ich Joghurt nicht ausstehen kann. Aber werden wir mal etwas philosophisch. Als Fachkraft für Lagerlogistik ist ein Raum für dich kein einfacher Raum. Räume sind für dich Leinwände, die darauf warten, ausgefüllt zu werden. Das hier ist dein Komplize. Und die. Und die alle auch. Zu dritt seid ihr die Organisations-Sheriffs im Lager und beäugt jede Fracht kritisch. Hey, dich habe ich hier noch nie gesehen, Sportsfreund. Weg mit dir! Oder? Ah, sehr erfreut, Sie zu sehen, Zahnpasta. Guten Flug nach Südkorea. Vorher bereite ich Sie aber nach Vorschrift vor, wenn Sie erlauben. Du kannst dir sicher denken, dass Waren dabei ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie sie gelagert werden möchten oder müssen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Versandkosten. Es gibt viele Wege ins Logistikraum in einem Unternehmen mit 75.000 Mitarbeitenden und Büros in über 90 Ländern. Und du optimierst die Beschreitung dieser Wege mit deiner Arbeit. Also, schon aufgeregt auf deinen Welcome Day als Azubi? Verständlich. Aber vorher heißt es, Bewerbung schreiben. Und ab damit zu DSV.